Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2. Nachdem wir letztes Mal hier schon ein bisschen Weg gemacht haben und hier ein, zwei von den Viechern erledigt haben, von den jungen Wölfen, würde ich sagen, geht's heute weiter auf dem Weg nach Corinnis, wie ich mich jetzt, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Wir schauen mal ganz kurz hier hin. Okay, die Wassermagie ist einfach nix. Ring des Wassers, Cavalorn erzählte mir, dass er einer Gemeinschaft angehört, Ring des Wassers. Okay, und Vatras kann mir mehr darüber erzählen und das hat sich nicht geändert. Ah, und die Banditen, da haben wir erstmal abgeschlossen. Sehr schön. Alles klar. Dann... Okay. Oh, ist hier wieder einer von diesen Statuen. Oh, Heilpflanze nehmen wir. Okay. Die sind nicht so unfassbar gut zu erkennen, aber okay. Ist hier oben irgendwas? Außer vielleicht irgendwas, was mich auch töten will oder so? Hier, ah. Alter, ich sehe nichts. Hilfe, ich bin irgendwie in dem Baum. Da. Okay. Hier drüben vielleicht irgendwas. Ich werde speichern, bevor ich hier irgendwas nehme. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte das auch ordentlich... Am Arsch. Ah, Fischsuppe. Das heißt, ein bisschen Wasser, noch ein bisschen mehr Fischsuppe. Innos-Statue. Ah. Beten. Ich will beten und spende. Was passiert, wenn ich nicht spende? Innos dankt für dein Gebet. Okay, was passiert, wenn ich 10 Goldstücke spende? What the fuck, einfach nur. Oh, da hinten ist der erste Bauernhof, sage ich mal. Nach Corinnis. Oh, Blutfliegen, hallo. Okay, also Blutfliegen tun weh. Damn it. Amor, damn it. Okay, aber so haben wir uns immerhin ein bisschen Gold gespart. Hallo? Was? Nein. Gold, Wasser, das Teil. Dann beten wir einmal, aber ohne Gold. Aber das sieht man gleich. Bei dem anderen, man spendet Lebensenergie und kriegt auch noch aufs Maul. Und bei dem hier... Also Innos scheint doch deutlich... Okay, jetzt ist die Frage. Ich sollte vielleicht ein bisschen... Kann ich nur einen von euch... Ja. Naja, immerhin. Okay, ich kann mit denen natürlich noch nichts machen. Okay, wir machen die erstmal. Stufe gestiegen, okay. Bevor ich weiter irgendwas mache, sollte ich, glaube ich, erstmal hier so ab... Ah! War das gerade kritischer Schaden? Keine Ahnung. Alter Schwede. Ich brauche erstmal ein bisschen was.
Lebensenergie-Bonus. Mana-Bonus. Erstmal ein Brot, ein Fisch und eine Fischsuppe. Holy shit. Das, okay. Also man merkt im Vergleich zu Teil 1, wir sind natürlich jetzt wieder ganz am Sack. Aber dafür leben wir. Was am Anfang von dem Spiel noch nicht so war. Ohne Xalas. So, hier sind keine Dudes. Ihr seid Schafe, ihr solltet... Oh, das heißt, wir haben das eine Schaf. Ich glaube, wir haben eins seiner Schafe geschlachtet. Wer bist denn du überhaupt? Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen... Ja, ich meine, Kavalorns Banditen. Ich weiß nicht, warum ich immer Kalvarons sagen will. Aber die Banditen, ja, ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Ja, aber... Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Okay. Das heißt, das Schaf, das wir da oben gekillt haben letztes Mal, war seins. Und er gibt uns noch Wein dafür und Erfahrung. Find ich top. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. So wie du rumläufst, wirst du die Wachen bestechen müssen, damit sie dich reinlassen. Und du musst wissen, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Aber das wird dir nichts nützen. Du siehst nicht aus wie ein Bauer. Verstehe. Kannst du mir denn Bauernklamotten geben? Ich meine, hier Kavalorn hat uns ein paar Goldstücke gegeben, aber wir müssen ja erstmal in die Stadt, um dort was kaufen zu können. Also, ich glaube, so weit hat er nicht gedacht. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir ja nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Oh, nice. Das heißt, wir können erst mal so ein paar Sachen hier machen, bevor wir nach Korinnis gehen. Finde ich nice. Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ja, uns nicht. Höchstens wir prügeln ihn vom Hof und dann gehört der Hof uns. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh. Ein Mistvieh weniger. Nice. Ja, damit. Sehr schön. Gefällt mir auch. Ich meine, es ergibt natürlich auch gut Sinn, dass hier die Schafe vor dem Wolf flüchten. Oh, ist das... So, das wird ein Bauer sein und das hier wird Lobart sein, nehme ich mal an. Na dann, einmal noch speichern. Wir werden wieder 200 Speicherstände haben am Ende, wenn nicht mehr. Du bist Lobart, ja. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Was? Ich verstehe nicht. Was? Verarsch mich nicht, Junge! Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Naja, er ist ein Bauer. Entsprechend würde ich tippen für die Bauern, oder? Weil, stimmt, der König, wir sind safe nicht für den König, weil wir haben ja Gothic 1 als Bote für den König und der hat uns einfach in die Barriere geschmissen. Also wir sind safe nicht für den König. Für die Bauern. Ha! Ona, dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Okay. Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her?
Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Una war der erste von ihnen. Interesting. Okay, also langsam gibt sich hier wirklich eine Welt. Beziehungsweise, das ist ja alles dann wahrscheinlich schon so halber passiert, während die Events von Gothic 1 stattgefunden haben. Sehr nice. Ich bin gespannt, ob wir dorthin kommen, wo Gothic 1 gespielt hat. Und ich bin gespannt, ob wir noch mehr Leute aus dem Minental sehen werden. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Oh. Was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Interesting. Das heißt, wenn wir bei Ona vorbeischauen, werden wir vielleicht dort so ein paar Leute von Teil 1 finden. Cool. Ich hätte übrigens wahnsinnig gern mal wieder eine Map. So, kann ich die bei dem zufällig auch kaufen oder als Belohnung für eine Arbeit bekommen? Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Okay, er ist zu nah an der Stadt, heißt, dass er für den König sein muss, weil die Paladine ihn sonst richtig hart fertig machen, oder was? Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Na klar. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Alles klar. Ich soll Rüben ziehen, willst du mich verarschen? Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Alter, ist ja schon gut. Falsch, Rüben ziehen, Lobas Arbeiterkleidung, okay. Zugang zur Stadt. Kann ich Torwachen erzählen, dass ich von Loberts Hof komme und zum Schmied will, aber ich muss aussehen wie ein Bauer. Ich soll für Bauer Lobert das Rübenfeld ernten, dafür bezahlt er mit Gold oder gibt mir den Preis. Okay. Alright, na dann, wo ist ein Rübenfeld? Das schaut alles eher nach Weizen aus. Hier ist Stonehenge. Hä, aber wo ist hier wirklich ein Rübenfeld? Das hier ist alles Weizen. Bauer? Hallo? Hey, du! Der Aufstand von Ona wird noch schwere Folgen haben. Ich halte mich lieber aus der Sache raus. Das sind Minecrawler. Was machen die hier? Oh, wieder. Was macht die Arbeit? Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt.
Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Oh, interesting. Daran habe ich ja auch noch gar nicht gedacht. Das heißt, was ist mit den Orks, die innerhalb der Barriere gelebt haben? Die können ja jetzt, die sind jetzt auch wahrscheinlich daraus gekommen. Wie hat sich das jetzt mit denen verhalten? Weil grundsätzlich war das ja der Krieg gegen die Orks so ziemlich sogar das, was Teil 1 ein bisschen in Gang gesetzt hat, oder die Vorgeschichte zumindest. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobat als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt miserabel. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich habe zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobat erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. Okay, wir haben ja vorhin Wein bekommen von dem einen Dude. Es wird übrigens Abend, kann ich hier irgendwo schlafen? Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobat wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Finde ich auch gut, dass der Vino heißt und Wein will. Wer hätt's gedacht? Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Malet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Ja, okay, mit dem haben wir schon geredet. Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Ich hätte schwören können, vor 2 Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Oh, noch was? Gibt's irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Außer dem, was ich dir erzählt habe? Nein. Alles klar. Am Waldrand? Oh, okay, jetzt wird es langsam dunkel, also... Ist das ein toter Wolf? Da unten steht ein Dude und ein Wolf. Also ich im Sinne von, steht der Dude da mit dem Wolf oder ist der Wolf tot? Ja, der Wolf ist tot. Ah. Hey du, guck mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Greg. Okay, interesting. Der schaut aus wie der Hauptcharakter hier. Also der namenlose Held in Gothic. In Risen 2. Jetzt wollte ich sagen in Gothic 2. Ja, genau. Ja. Versteckst du siehst nicht aus. Aha, ja. Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Nun, ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Ja, kommt drauf an, was du willst. Versteckst du dich vor jemandem? Ach was, so ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Der kommt drauf an, was das für ein Job ist. Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Der erinnert mich so ein bisschen hier an Captain Blaubart. Er ist ja angezogen wie ein Pirat. Aber, naja. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus.
So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Oh, ja. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Naja. Wie wär's mit Bestechung? Tja, wenn das bei mir funktionieren würde, hätte ich das sicher schon versucht. Na dann. Ich muss darüber erst nochmal nachdenken. Na schön. Aber beeil dich damit. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja, wahrscheinlich, wenn wir in 3 Jahren wiederkommen, bist du immer noch da. Erstmal. Oh, da ist nichts zu holen. Geben wir hier die ganzen Sachen weg. So, jetzt würde ich wirklich dann langsam gerne irgendwo schlafen. Es ist schon 20 Uhr. Kleines Schläfchen. Aber vorher sagen wir noch, dass wir gut hier am Feld geholfen haben. Ob das jetzt so stimmt, ist jetzt nicht so wie... Hast du doch. Ich wollte gerade sagen, wo ist Lobart? Aber der ist hier. Hey. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Hol jetzt die Rüben vom Feld. Na, dann sehen wir weiter. Okay. Ich glaube, wir sollten vielleicht erst noch mal schlafen, weil ich weiß echt nicht, wo hier das Rübenfeld sein soll. Und das wäre tagsüber vielleicht angenehmer. Hier ist safe ein Bett, wo ich einfach pennen kann, oder? So. Sehr schön. Okay, vorher schaue ich aber gerne noch mal hier zu dieser Mühle. Bauer, Bauer. Vielleicht alle Mitglieder von Bauer sucht Frau. Oder Mitbewerber, Mitkandidaten. Ich weiß, der war schlecht, aber mir ist nichts anderes eingefallen. So, kommt man irgendwie, oder sollten wir besser gesagt, irgendwie in das Haus? Ich meine, wir können noch nicht schleichen. Also irgendwie den Auszug rauben, wird wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Die Sache ist halt, wo zur Hölle ist hier ein Rübenfeld? Was ist mit dem Teil da oben? Ich schaue erst mal da hoch. Weil es mich gerade interessiert. Und ich vielleicht von hier oben sehe, wo das Rübenfeld ist. Möglicherweise. Oh, hier ist Corinnes. Lederbeutel. Nehme ich. Schalter. Geil, ich habe einen Schalter gedrückt. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Egal. Das ist wahrscheinlich dann Corinnes. Okay. Ich dachte, es würde ein bisschen woanders lang gehen, aber egal. Ich dachte, es wäre eher so da nach hinten. So. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, diese Viecher werden jetzt nicht gut sein, wenn ich versuche, die zu bekämpfen. Wo zur Hölle ist das Rübenfeld? Hier schaut alles nach Weizen aus. Und ich kann hier auch mit nichts interagieren. Da ist ja kein Rübenfeld. Ah, Hacke. Okay. Vielleicht brauche ich ja erstmal das. Egal, wer bist du? Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Oh, red weiter. Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse?
Oh, das heißt, wir können mit der Landarbeiterkleidung rein und den Passierschein geben wir hier diesem komischen Captain Greg. Ja, aber wie kommst du in die Stadt? Was? Wahrscheinlich hast du überall. Ja, dass wir einen Haken haben. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Das hört sich nicht gut an. Wie kommst du in die Stadt? Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Alright. Warum nicht? Ich weiß nicht, wie ich die Stadtwachen da sonst machen soll. Also komm. Klar. Immer her mit dem Wisch. Hier. Sei vorsichtig damit. Er ist sehr wertvoll. Eins noch. Denk nicht einmal darüber nach, dein Wort zu brechen. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Okay, na dann. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Langschwert 85 Schaden, 85 Stärke, ja genau. Okay, aber der hat offenbar echt nicht schlechten Stuff. Eine Pfanne. Bohrwasserflasche. Schutz vor Magie. Ich kann bei dem Fell drüben kaufen. Okay. Kann ich dem auch einfach Fell drüben verkaufen später? Möglicherweise. Nachricht, Passierschein. Mit diesem Schein komme ich an der Stadtwache vorbei. Stängel Sumpfkraut. Goldbrocken. Gib mir 3 Gold. Ja, komm, weg damit. Ansonsten. Paar Münzen klimpern drin. Dann kann ich den aufmachen oder verkaufen? Was ist geschickter? Egal, das hier ist eh ein bisschen Bullshit. Schwere Äste habe ich eh schon einige, Dolche auch. Dann schauen wir einfach mal, dass wir so ein bisschen Kohle bekommen. Wir haben jetzt 162 Gold. Er hat keinen maximalen Goldding. Das finde ich schon mal nice. Ich muss weiter. Von mir aus. Okay, dann schauen wir uns das jetzt erstmal an. Nachricht, das war was anderes. Genau, das war das. Passierschein. Diese Urkunde berechtigt seinen Besitzer, sich auf unbestimmte Zeit in den unteren Vierteln von Frikorinis aufzuhalten. Darius, königlicher Statthalter. Okay. Steckbrief von mir, versiegelte Botschaft. Okay, was passiert jetzt, wenn ich hier den Goldbeutel aufmache? Der wollte mir 4 Gold dafür andrehen. Ja, genau. Okay. Niemals Goldbeutel verkaufen. Das ist so wie Geld verkaufen. Das ergibt nicht so viel Sinn, das Konzept. So, die Sache ist halt jetzt wirklich, wo sind hier fucking Steckrüben? Ah, Feldknöterich. Das ist, glaube ich, keine Rübe, aber es ist schon mal was, was wir brauchen. Moment. Hier ist der Weg dann, den wir gekommen sind, oder? Oh, da ist ein Goblin. Nein. Ja, hier ist der Weg und wir haben quasi so ein bisschen abgekürzt, sag ich mal. Was eh gut ist. So, also der Dude hat Arbeit für mich, aber wo ist sein Rübenfeld? Kannst du mir da helfen, Maleth? Nein. Ganz offensichtlich nicht. Wo ist dein fucking Rüben? Ah, Moment, das Rüben? Feldrübe, ja, das... Soll ich dem alle bringen oder soll ich dem nur ein paar bringen? Egal, ich nehme mal einige und schaue, ob ich dann nicht vielleicht noch ein paar für mich behalten kann. So. Hat er gesagt alle? Hat er gesagt einige?
Schau mal kurz ins Logbuch. Der Mann mit der Augenklappe ist Greg. Ich soll für ihn einen Weg finden, an den Stellwagen vorbeizukommen. Das haben wir. Rüben ziehen. Das Rübenfeld ernten steht einfach. Zugang Corinnes. Ich habe einen Passierschein. Dafür schulde ich ihm einen Gefallen, wenn ich ihn in der Stadt sehe. Aber ich will ja den Passierschein für Greg nehmen und mit der Landarbeiterkleidung rein. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen das ist, was sich die Entwickler gedacht haben, im Sinne von, naja, also wir haben für uns eine Option und für Greg eine Option. Oder wir gehen einfach so mit dem Passierschein rein oder wir sagen Nein zum Passierschein. Weil ich schätze mal, irgendwie müssen wir rein und rüberklettern über die Mauer wird wahrscheinlich nicht so wirklich eine vernünftige Option sein. So. Wir haben's. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Letzteres bitte. Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Nice, das heißt, wir haben quasi 5 Goldstücke positiv gemacht. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Was hat es jetzt eigentlich gebracht, dass ich dem einen Typen Ding gegeben habe? Wein. Außer, dass ich jetzt einen Wein weniger habe. Das nützt mir ja nichts. Oh, ich kann auch ein bisschen zoomen mit dem Mausrad. Ich denke mal schon, ich bin irgendwie mal so weit weg. Ich hab's lieber, wenn ich eher ein bisschen näher am Geschehen dran bin. Damit kann ich nicht interagieren. Hier ist Lobas Frau. Hilda. Hey, du. Ich frage mich, in Teil 1 gab's ja schon Frauen, aber die haben nie was geredet, außer ich darf jetzt nicht mit dir reden. Und so. Also das erste Mal, wo wir eine weibliche Person in Gothic treffen, die vielleicht mit uns redet. Schauen wir mal. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Okay. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Eintopf. Nice, danke. Apropos? Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Cool. Okay. Wir sehen dich nie wieder. Nee, Spaß. What the fuck ist das? Das ist eine von diesen Harpien oder sowas, die uns in Teil 1 angegriffen haben. Okay, ich wittere eine Gelegenheit. Bauernkleidung. Gold. Ist nicht böse auf mich oder was? Hey, du! Geil, wir haben einfach uns die Kleidung erstohlen. Nice. Das heißt, wie viel würdest du, mit was für eine Kleidung haben wir jetzt? Und wo steht denn das jetzt? Wo ist die? Ah, hier, oder? Ja, Bauernkleidung 1, Wert 80. Hey, du! Seit du das letzte Mal hier warst, fehlen ein paar Sachen aus meiner Truhe. Du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem Haus rumschnüffeln, du Tagedieb. Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Shit. Ich dachte... Damn it. Sorry. Hier hast du sie wieder. Wenn du sie haben willst, musst du dafür bezahlen. Jetzt sieh zu, dass du dich nützlich machst. Fuck you. Damn it. Was kostet die Landarbeiterkleidung?
Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das wird schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 40 Goldstücke. Okay. Was passiert, wenn jetzt ich sage, es ist mir noch zu teuer? Ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine... Ah ja, okay, das heißt, wir können jetzt hier bei dem Dude, natürlich, weil er ist ja Händler, wir können zu ihm gehen, die Pfanne kaufen und dann wird auch seine Frau Gutes über mich zu sagen haben und dann kriegen wir die Sachen noch billiger. Also? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Also, du hast doch eine Pfanne, oder? Nice, 20. Oh, sie hat mir, glaube ich, sogar 25 gegeben. Ja, damit. Wein, 20, ja, genau. Wirklich was Besseres, was wir aktuell mit unserer Stärke... Ja, nee, eigentlich nur das Wolfsfest, was wir ihm verkauft haben, von daher... Ich muss weiter. Von mir aus. Dem ist das so wurscht. Ich bin schon gespannt, was der von uns dann will, wenn wir ihn in der Stadt wiedersehen. Ich hoffe, nichts allzu geschissenes. So im Sinne von, ja, ich will, dass du hier die drei Läden ausraubst und dann haben wir noch keine Schleichskills an dem Punkt. Das wäre dann echt so ein bisschen unangenehm, sage ich mal, wenn wir dann sagen müssen, ja, das kann ich noch nicht. Wobei, dann wird es wahrscheinlich einfach, dass ich es irgendwann machen kann sein. Also, bitte. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Ja. Na dann, jetzt sollte die Kleidung noch billiger sein. Hey, der ist einer von diesen Schattenbestien. Geil, dass hier die Köpfe von den Teil 1 Viechern ausgestellt sind. Oder zumindest zwei. Aber trotzdem. So, jetzt bin ich noch ein bisschen billiger. Was kostet... Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Vino sagt... Malet sagt, du hast 30 Goldstücke. Billiger wird sie nicht. Oh, jetzt sag doch das. Okay, na dann. 30 Gold ist echt okay. Wir haben über 130 oder 150, also... Gib mir die Arbeiterkleidung. Tja, mein Junge. Ehrlich wert am längsten. Hier hast du sie. Ob er das jetzt nur sagt, weil wir es ihm geklaut haben? Na dann. Also. So, jetzt schauen wir richtig vernünftig aus. Dann kann ich mich irgendwie... Ich kann nicht wirklich mich selbst anschauen. Aber egal. Man sieht, dass wir deutlich vernünftiger aussehen. Also, ich würde sagen, wir können damit vielleicht jetzt sogar schon mal die ersten Viecher versuchen zu machen, die hier so auf dem Weg sind. Hier waren ja noch ein, zwei Goblins. Mal schauen. Vorher speichern natürlich. Was stand da gerade? Welt New World. Okay. Was spielt seit 8 Minuten? Achso, Moment, das war der erste Speicherstand. Ich denke mal gerade. So, what? 1 Stunde und 14 Minuten. Und das andere ist die Uhrzeit. Nee, ist nicht. Ah doch, die Uhrzeit. Also Tag und darauf folgende Uhrzeit und wie lange wir gespielt haben. Okay. So. Naja, schwerer Ast. Der hat noch einen schweren Ast dabei. Okay. I take it. Ich werde mal nicht so viele von den Viechern aber töten. Allein aus dem Grund, damit ich nicht,
wenn ich jetzt nicht das Problem bekomme. Spruchrolle. Nice. Dass ich nicht das Problem bekomme, dass ich nachher denen das Fell nicht mehr abziehen kann und so. Wenn ich jetzt zu viele töte. Nein, nur einer, bitte. Bitte nur einer. Fuck off. Okay, da brauchen wir jetzt vielleicht echter Seemannsgrog. Bisschen Käse. Noch irgendwas? Ja, der Eintopf, den der uns vorhin gegeben hat. Sehr nice. Alright, können wir eigentlich schon den Bogen ausrüsten? Können wir. Wir können auf Greg schießen, der da hinten ist. Okay, dann würde ich sagen, geben wir Greg den Passierschein, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, kampftechnisch sind wir noch nicht gut aufgestellt, aber ich schätze mal, wenn wir jetzt hier mal in der Stadt gewesen sind, werden wir einige Quests machen, bisschen Vitalitätsstärke und so weiter aufwerten, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir... Warum haben wir auf einmal 15 Stärke? Egal, wenn wir ein bisschen mehr Stärke, Geschick haben und noch ein bisschen anderen Shit, wird's wahrscheinlich. Und dann kriegen wir vielleicht auch noch Einhänder mit ein bisschen höherer, bisschen mehr hier, wie heißt das, so Kombos. Ja, ich glaube schon, das wird relativ gut sein. Übrigens, ich sehe jetzt zum ersten Mal bei Rüstungsschutz steht Waffen, Geschosse und dann Drachenfeuer. Also... Okay. Oh, ich sehe, ich glaube, wenn ich die Stufe 1 jetzt bin, ich glaube, Lebensenergie und Stärke geht grundsätzlich ein bisschen hoch, wenn man aufsteigt. Interesting, weil wir haben safe nicht 52 Leben am Anfang gehabt und wir hatten safe 10 Stärke am Anfang. Aber egal, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Gothic 2 und bis dahin sage ich Tschüss, Leute!